Ich möchte zuerst Ihnen kurz sagen, Grüße von unserer Bürgermeisterin, Frau Volk, ausrichten. Sie hat vor ein paar Tagen angerufen und sich entschuldigt, dass ich leider schon einen Termin hat, weil sie erfahren hat, wann diese Veranstaltung stattfindet und sie die Einladung erhielt, hatte sie schon einen anderen Termin und sie wünscht uns einen schönen Abend. Sie wäre sonst natürlich gekommen. So, liebe Familie Eckrich, liebe Familie Spitzer, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte meine einleitenden Worte unter die Überschrift stellen, neue Perspektiven auf den Schifferstadter Goldhut. Zunächst aber herzlichen Dank an Familie Eckrich, dass Sie mich hier in Ihrem Haus einige Worte zum Goldhut sagen lassen. Der originale Goldhut befindet sich ja in Speyer, wenn er nicht gerade in Berlin oder Paris oder sonst wo auf irgendeiner Ausstellung ist. Aber egal wo er in der Welt sich befindet, er ist immer mit Schifferstadt verbunden und er ist immer mit der Familie Eckrich verbunden. Denn der Urgroßvater der Ur-Ur-Ur-Onkel hat den Goldhut zusammen mit dem Josef, Josef, ja, zusammengefunden und bewahrt, das ist das Besondere. Und die nachfolgenden Familienmitglieder haben sich immer mit dem Goldhut beschäftigt, mehr wissenschaftlich, künstlerisch, wie auch immer. Aber es ist jetzt besonders der Martin, der sich mit der künstlerischen Seite des Goldhutes beschäftigt. Und diese 150-jährige Familientradition ist schon etwas Besonderes und ist ein großer Gewinn für Schifferstadt. Und deshalb herzlichen Dank an Martin und seine ganze Familie und Vorfahren. Das ist sicher ein Applaus wert. Man kann den Goldkegel unter mehreren verschiedenen Gesichtspunkten sehen. Der eine ist der archäologisch-wissenschaftliche Gesichtspunkt, der meist im Mittelpunkt von Texten, Überlegungen, Vorträgen steht. Darüber ist Ihnen deshalb vermutlich auch vieles schon bekannt und ich will mich an der Stelle dazu kurz fassen. Der Goldhut und drei bronzene Leistenbeile wurden 1835 gefunden und sorgsam geborgen. Der Goldhut ist 29 cm hoch, besteht aus dünnem Blech, ist aus einem einzigen Goldstück gebürdelt worden, besteht zu 86% aus Gold und zu 13% aus Silber. Und wiegt 350 Gramm Gold, da können Sie sich ausrechnen, wie viel das gerade jetzt marktwert ist. Aber der Versicherungswert von solchen Objekten wie dem Goldhut geht in die Millionen, ist mehrere Millionen Euro wert. Er ist hergestellt worden in der mittleren Bronzezeit, also etwa 1400 vor Christus. Und ist viele Jahre in Benutzung gewesen, wie viele genau, weiß man nicht. Aber er ist ungefähr um 1200 vor Christus dann nicht mehr genutzt worden, ist dann vergraben worden an der Stelle, wo er eben gefunden wurde. Und dieser Zeitraum, 1200 bis 1400 vor Christus, ist eine Zeit, die wir sonst natürlich kennen, oder für die wir uns sonst auch interessieren, das ist die Zeit der berühmten Pharaonen, Echnaton, Nofretete, Tutanchamun, Ramses der Große. Das ist genau die Zeit von unserem Gold. Es wurden ab 1844 noch drei weitere Goldhüte gefunden, einer in Frankreich, Arantong,
und zwei in der Nähe oder weiteren Umgebung von Nürnberg. Die stammen aber aus der späten Bronzezeit und sind 300 bis 400 Jahre später nach unserem, also viel später, hergestellt worden. Die Goldhüte wurden vermutlich bei Zeremonien auf den Kopf getragen als Hüte und zwar von den Clanchefs der damaligen Zeit. Die Fachleute bezeichnen diese Clanchefs heute als Schwertträger. Das ist so der Begriff, den man da in der Literatur immer mal lesen kann. Die hohe archäologische Bedeutung unseres Schifferstadter Goldhutes besteht darin, dass mit dem Fund ein neues, überraschendes Fenster in die Bronzezeit sozusagen aufgestoßen wurde. Weil man hat bis dahin nicht gedacht, dass die Menschen nördlich der Alpen zu solch hohen kulturellen Leistungen in der Lage sind, wie man das nun anhand von dem Goldenen Hut kennengelernt hat. Viele Fragen drehen sich um die Punzzeichen auf dem Goldenen Hut. Ich habe jetzt hier nur ein kleines Foto, aber Sie kennen es ja, auf dem Goldenen Hut sind diese Punzzeichen und Sie da hinten, Sie haben so ein Bild an der Wand, da sind die auch und da draußen im Eingangsbereich steht auch ein Hut, wo Sie das gut sehen können. Es ist sicher, dass diese Punzzeichen astronomische Informationen weitergeben. Vielleicht auch andere, aber die Astronomie ist auf jeden Fall eindeutig. Und zwar insbesondere, das ist sozusagen die sicherste Information, diese zwei Ringe, die aus so augenförmigen Punzzeichen dargestellt sind, die sind mit größter Wahrscheinlichkeit, sozusagen mit größter Sicherheit zu identifizieren. Das sind Zeichen für die Venus. Und zwar zwei Ringe, weil man dachte ja damals, dass der Morgenstern ein anderer Stern ist als der Abendstern. Wir wissen heute, dass es die Venus ist, die mal früh morgens da ist und dann viele Monate später dann eine Zeit lang nicht zu sehen ist und dann als Abendstern wieder auftaucht. Ja. So, und diese zwei Ringe, der eine Ring steht für den Abendstern, der eine Ring steht für den Morgenstern und es sind jeweils 22 Punzzeichen und das entspricht der Anzahl der Monate, die vergehen, bis die Venus wieder an derselben Stelle am Himmel steht. Nicht? Also wenn man die Venus so beobachtet, als Morgenstern, der Frühaufsteher kriegen das mit, oder abends, dass man sieht, oh, die Venus, und dann nach ein paar Wochen ist sie weg, und dann irgendwann steht sie wieder da, das sind die 22 Monate, die auf dem Goldhut drauf sind. Daraus ergibt sich dann, wenn das also astronomisch ist, dann spricht eben vieles dafür, und da landen wir bei der Sonne, dass der oberste, wo sonst, der oberste Kreis, diese 19 Buckelpunzen, die auch anders aussehen als die Venuspunzen, dass die für die Sonne stehen, nämlich für die 19 Monate, für die 19 Jahre des Metonzyklus, an dem die Sonne sozusagen beteiligt ist. Ja, und dann sind die anderen, diese Ringe hier, diese größeren Ringe hier unten, das sind verschiedene Mondzyklen. Und etwas geheimnisvoll sozusagen sind die Punzzeichen auf der Krempe. Die ist später nochmal nachbearbeitet worden. Die stammt also sozusagen nicht von 1200, sondern von 1400, sondern die ist vielleicht, was weiß ich, 100 Jahre später nochmal überarbeitet worden und entsprechende Punzzeichen angefertigt worden. Das sind 101. Und das Eigenartige ist, auf dem Berliner Goldhut, der 400 Jahre, vielleicht sogar 500 Jahre später hergestellt worden ist,
sind auch 101 Punktzeichen auf der Krempe. Also mit der 101 hat es irgendwas. Da gibt es Spekulationen, da will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber es ist ja auch schön, wenn noch Geheimnisse bleiben. Wie schon gesagt, kann man den Goldkegel unter verschiedenen Blickwinkeln sehen. Das war jetzt sozusagen die Archäologie und der wissenschaftliche Bezug, wie das vorhin auch genannt wurde. Aber, und damit will ich es jetzt mal gut sein lassen, denn es gibt eben noch einen anderen Blick, noch andere Blickwinkel auf den Goldenen Hut. Und das ist zum Beispiel der kulturell-geistige Aspekt. Sie haben vielleicht davon gelesen, dass im Historischen Museum in Speyer daran gearbeitet wird, bei der UNESCO einen Antrag auf Weltkulturerbe bzw. Weltdokumentenerbe für den Schifferstadter Goldhut zu stellen. Und wir hoffen natürlich, dass die UNESCO den Goldhut, unserem Goldhut, dieses Siegel gibt, in dem uns sind die Speyerer mit drin. Also das ist ja die ganze Region, ja. Das ist sowieso klar. Und dieser Antrag ist natürlich auch völlig berechtigt, denn natürlich ist in dem Goldhut Welt enthalten. Der Goldhut steht ja für die bronzezeitliche Welt, Weltanschauung für die Bronzezeit. Und er steht natürlich und er trägt natürlich den Namen von Schifferstadt und Speyer in die Welt hinaus. Er ist Welt. Und er steht natürlich auch für Kunst, für Können, für Kult und für Ästhetik. Also für Kultur. Und der Hut steht für Erbe. Er wurde von unseren Vorfahren auf unserer Schifferstadter Gemarkung vergraben und ist unser Erbe. Ganz klar. So. Und deshalb können wir mit gutem Gewissen sagen, der Goldhut ist für uns Schifferstadter bereits jetzt Weltkulturerbe. Weil in der Bronzezeit in unserer Gegend noch keine schriftlichen Texte verfasst wurden, anderswo gab es da schon Keilschrift, aber hier wurde nichts aufgeschrieben. Die Leute machten das alles mündlich, da gab es Leute, die lernten Feste auswendig, sodass das Wissen weitergegeben werden konnte. Und weil die halt hier nichts aufgeschrieben haben, wissen wir nicht, was die Menschen damals hier dachten und fühlten. Man kann nichts nachlesen. Und man findet deshalb auch in der archäologischen Fachliteratur zu diesem Thema nichts. Und es ist auch gut, wenn die Archäologen, und richtig, wenn die Archäologen sich nicht mit Fragen beschäftigen, auf die sie mit ihren Methoden gar keine Antworten kriegen können. Wenn nichts aufgeschrieben ist, woher sollen sie es wissen? Und es ist gut, wenn sie so bestimmte Fragen, für die Sie halt jetzt sozusagen keinen Zugang haben, diese Fragen dann anderen Disziplinen überlassen. Das könnte die Anthropologie sein, die Psychologie, die Philosophie und die Kunst. Denn natürlich haben die Menschen, die vor uns hier lebten, sich auch etwas gedacht, hatten Sorgen, hatten Ängste, hatten Freude, Hoffnungen und Stolz. Und bei der Herstellung und dem Gebrauch des Goldhutes sind diese Gedanken und Gefühle mit eingeflossen. Nur wir haben halt keine Keilschrift, wo man es nachlesen kann. Wenn man an den Goldhut heute die richtigen Fragen stellt, kann man Antworten erhalten und es ergeben sich dann auch direkte Bezüge zu uns heute. Man muss nur die richtigen Fragen stellen. Ich möchte Ihnen einige Beispiele geben. Beispielsweise war der Goldhut ein Statussymbol. Man kann sich nur fragen, welche Statussymbole nutzen wir heute?
Was nutzen wir heute anstelle des Goldhutes? Oder eine andere Frage, der Goldhut stellte mit seinem Gold und seiner Symbolik die höchsten damaligen Werte und die wunderbarsten Geheimnisse des Kosmos dar. Wie handhaben wir das heute? Der Goldhut gibt auch Informationen weiter. Zum einen innerhalb der damaligen Zeit vom Goldhutträger an die Menschen ringsherum und zum anderen über 3400 Jahre hinweg an uns. Welche Information geben wir an die Zukünftigen weiter? Der Goldhut gibt Zahlen weiter, die damals so wichtig und vielleicht heilig waren, dass sie in Goldblech gepunzt wurden, haben wir heute auch solche magischen Zahlen, die für unsere Zeit typisch sind und in 500 Jahren vielleicht ihre Bedeutung verloren haben. Na, nur mal als Beispiel 1 Milliarde Euro, nicht? Das ist im Moment noch viel, ja, in 500 Jahren. So. Der Goldhut gibt auch Auskunft darüber, was man vor 3400 Jahren als schön und ästhetisch empfand. Da kann man sich fragen, hat sich diesbezüglich viel geändert? Der Goldhut wurde zusammen mit 3 Beilen in der Erde vergraben, vielleicht beerdigt, vielleicht geopfert. Das hatte sicher einen ernsten Anlass. Das war vermutlich eine Stunde des Leids, des Nachdenkens, in jedem Fall aber eine Stunde der Hoffnung. Hoffnung darauf, dass das Vergraben das Richtige ist, dass es helfen möge. Da sind wir bei tiefen menschlichen Gefühlen, die wir alle kennen, und wir sind bei moderner Philosophie. Einer der großen deutschen Philosophen, Ernst Bloch aus Ludwigshafen, hat eine berühmte Philosophie der Hoffnung entwickelt. Sein Prinzip Hoffnung ist heute weltweit ein Begriff. Und das Prinzip Hoffnung steckt auch schon im Goldhut. Sie sehen, der Goldhut ist unter anderem auch ein Symbol für Menschliches, für Zeitloses, für ewige Wahrheiten. Es kommt darauf an, welche Fragen wir uns selbst und an den Goldhut stellen. Lassen wir uns heute Abend überraschen, welche Fragen Martin Eckrich und Eberhard Spitzer an den Goldhut stellen. Wir dürfen gespannt sein, wohin uns das Fragen heute Abend führen wird. Vielen Dank.